Vor 2 Stunden habe ich schön Karpfen geangelt, auf super simplen Setup, nur mit Mais, ohne Futtermische, an einem super bequemen Spot. Und es war gar nicht schlecht. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Also, so sah es vorhin aus, innerhalb von 30 Minuten oder noch nicht einmal knapp 300 Silber. 290 Silber innerhalb von 30 Minuten. Kann man machen, gar nicht verkehrt. Ein paar seltene sind auch wieder reingegangen. Also Attacke Vollgas, Kratsching. Die Kohlen nehmen wir mit und jetzt geht's schön bequem. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass man nicht so lange latschen muss zum Angeln. Schön bequem. Direkt hier zum Anleger und da schmeißen wir die Ruten wieder aus und ich bin gespannt, was da geht. Also, jetzt hatte ich gerade erstmal schön lecker gegessen und jetzt wieder ab ans Wasser. Auf 15 Meter hier geklippt, keine Futtermische, aber ich liebäugel damit, gleich eine Futtermische zu machen und ich bastel gleich am besten mal eine zusammen, um diesen Spot hier mal noch so ein bisschen mehr zu aktivieren. Da geht doch bestimmt noch was. Also, das probieren wir jetzt gleich aus. Ich schmeiß aber schon mal raus die Köder. Alle drei, auf Setup gehe ich natürlich auch gleich nochmal ein. Aber alle drei sind schon mal draußen. Und jetzt fangen wir an mit Futtermische. Das Ganze hier ist super simpel. Kein großes Theater, aber die Futtermische, die mache ich jetzt ein bisschen komplizierter. Nochmal zur Erinnerung, der Spot funktioniert hervorragend ohne Futtermische. Für alle diejenigen, die sagen, oh mein Gott, du angelst immer nur mit PVA. Natürlich angel ich auch mit PVA, wenn ich dadurch mehr rausziehe. Aber das Kescherbild von gerade, gar keine Futtermische. Kein PVA, keine Bällchen, gar nichts. Funzt also auch so. Und das Ganze hatte ich gestern Abend auch schon mal probiert. Ging auch richtig gut rein. Da stand ich dann 2 Stunden hier, hatte in der Zeit 6 verschiedene seltene. Es gehen allerdings auch diese Kollegen hier rein, denn wir sind hier auf einem sehr kleinen, feinen Setup. Aber die Masse macht's. So, fangen wir mal an mit der Futtermische. Ich tüdel mir natürlich hier eine Trockenmische zusammen und ich fange, glaube ich, diesmal an mit Erbse. Ich denke, ich nehme Erbse. Gibt es noch was anderes? Maismehl wäre natürlich auch ein Klassiker. Hanfsamen, Roggen hatte ich auch zuletzt. Weizenkleie wäre auch mal eine Idee. Aber ich glaube, ich bleibe einfach basic auf Erbse. Dazu nehmen wir Kaviar. Kaviar, ich glaube, ich werde einmal was schreddern. Und dann aber auch hier die Kaviar Feed Pellets verwenden. Kaviar einmal schreddern, dann machen wir noch einmal Mais rein, denn wir sind hier die ganze Zeit nur mit Maiskorn unterwegs und das Ganze kommt auch noch hier mit schwarzem Kaviar oder normalen Kaviar. Ich glaube, ich nehme mal normalen Kaviar. Andererseits fällt mir gerade ein, nicht, dass das hier so eine Art, dass das hier eher so eine Art Forellenkaviar ist und sowas. Das wollen wir ja vielleicht eher nicht. Kann man das im Detail sich nochmal anschauen? Gibt es da irgendwas? Einfach nur Kaviar. Ich meine aber der rötliche, das ist halt eher Forellenkaviar, ne? Und das hier ist alles schwarzer Kaviar. Nee, ich nehme schwarzen Kaviar. Ich nehme den schwarzen Kaviar, dann sind wir da in einer Aromatik und dazu nehmen wir jetzt noch einen geschredderten Boili. Den bauen wir auch noch mit dazu. Also, damit wir da noch ein bisschen größere Partikel haben, dann lübt das auch. So, weiter geht's. Ah, genau, da müssen wir auch gleich nochmal auf das Keschern und so eingehen. Gerade für die Anfänger hier am Bernie. Da habe ich ja letztens schon wieder Sachen gesehen, Alten. Da schnallst du ab. Und dann wundern sich die Lümmel, dass sie so viel Verschleiß auf den Klamotten haben. So, warte mal. Schreddern als erstes. Schreddern. Boilies. Kaviar. Und ich nehme
Ich glaube, den ganz normalen russischen Kaviar 26, wobei das ist so teuer, ne? Das ist jetzt ein großer Boilie. Ich schaue nochmal eben im Shop, ob wir nicht noch was anderes haben. Irgendwas Günstiges, irgendwelche kleinen Boilies zum Schreddern reicht ja völlig aus. Hinten zuppelt es schon wieder. Schon wieder der nächste Biss. Kaviar. So, wir haben ausreichend Mais. Nein, haben wir nicht. Also dringend Mais nachkaufen. Dringend Maiskorn nachkaufen. Auch das. Wie sieht das aus mit dem Dip? Kaviar Dip, Kaviar Dip, Kaviar Dip. Schwarzer Kaviar Dip. Auch da nehmen wir nochmal 100 nach. Die ballern wir hier schön durch. Und dann gucken wir mal eben. Kaviar Pellets. Feed Pellets. Wir könnten auch hier die großen noch nehmen. Ei, 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 das wird ja wieder teuer. 10 Portionen davon, 10 Portionen davon. Also theoretisch, die werde ich gleich nochmal austauschen hier. Und dann nehmen wir hier aber nochmal. Es gibt kein Kaviar Soluble. Und von daher nehme ich einfach nur die kleinen 10er Kavias. Davon braucht man allerdings mindestens 30 Stück. Die werden halt immer geschreddert. Oder irgendwie 25 oder sowas. Das heißt, die schreddern wir jetzt durch. So, jetzt schnell wieder zurück. Die nächsten Fische rausziehen. Und dann die Futtermischer anfertigen. Und dann gucken, was geht. So, was haben wir denn da? Direkt hier wieder. Jawohl, ja, das ist doch schon ein gutes Gewicht. Das fängt doch schon gut an. Die frühen Morgenstunden. Da hat auch einer Bock. Sehr schön. Ja, dann können wir doch bei dem hier mal zeigen. Also das Falsche zeige ich dann auch gleich. Aber wichtig, wenn ihr hier rangeht und ihr habt hier so ein paar Brocken dran, auch wenn die nur 5 Kilo haben, nicht den Fisch durch die Luft fliegen lassen. Ganz schlecht für den Verschleiß. Also, und auch nicht beim Keschern, den Fisch in die Luft fliegen lassen, sondern jetzt mache ich rechte Maustaste, rechte Klick, 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 Klick. Und der bleibt im Wasser, der Fisch. Das ganze Gewicht bleibt im Wasser. Wir lassen den bloß auf der Position. Deswegen einfach rechte Maustaste, Klick, Klick, Klick. Und dann mit dem Kescher ran und man hat ihn gefangen. Nicht den Fisch quasi durch die Luft fliegen lassen, dass man da übelst nochmal extra verschleißig reinzieht. Denn dann hat man das gesamte Gewicht des Fischs auf dem Setup. Wollen wir halt nicht. Das wollen wir absolut nicht. Also den Fisch mit dem gesamten Gewicht im Wasser lassen. Auch nicht jetzt hier, wie gesagt, hochziehen. Ich könnte den jetzt einfach hochziehen und in der Luft fliegen lassen. Aber muss ich ja nicht. Ich kann den auch genauso, zack, einfach kurz anheben. Und dann lüppt das schon. So, so viel dazu und ein bisschen verschleißschonender unterwegs sein. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Futtermische. Wir schreddern jetzt hier nochmal den Kaviar. Ich will jetzt hier große Partikel haben. Das ist jetzt der Grund. Deswegen schredder ich jetzt hier. Man könnte theoretisch auch irgendwie einen ganzen Boilie mit reinschmeißen. Aber dann ist man schnell beim Überfüttern. Und das machen wir lieber nicht. Also ich mache jetzt hier zweimal schwarzen Kaviar. Kaviar einmal, Kaviar zweimal. So. Und das Ganze kommt jetzt nochmal hier in die Trockenfuttermische rein. Auch hier den Kaviar nochmal eben austauschen. Und zwar nehmen wir hier die großen 15 mm. Dann kommt hier Kaviar 12 mm. Und dann kommt hier Kaviar geschreddert. So. Kaviar Bernie, kürze ich das immer ab. Und das ist jetzt hier die Futtermische. Also Erbse als Basis, Kaviar als Soße, also schwarzer Kaviar als Aroma. Und dann Mais, Kaviar gegrindet, geschreddert. Und dann hier die Feed Pellets in 15 und in 12. Fertig damit. Machen wir zweimal und dann tue ich die tatsächlich aber auch, weil die Frequenz so hoch ist, tue ich die jetzt in kleine PVAs mit rein. Wenn ihr hier natürlich mit der Futterrakete seid, dann einfach rausballern auf 15 Meter mit der Futterrakete.
Wenn ihr hier das als Kugel machen wollt, auch das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch hier als Bällchen nehmen, auf 15 Meter rauswerfen. Ob das jetzt mit einem Fiederkorb ist oder per Hand einfach werfen, gar kein Problem. Und danach die Grundruten oder den Mais halt hinterher. So, jetzt machen wir hier erstmal die kleinen PVAs noch dran. Auch das hier dann Kaviar, so. Kaviar B, da ist er. Und das machen wir jetzt schön zweimal das Ganze. So, wenn wir hier insgesamt von dieser Futtermische zwischen 10 und 20 Portionen drinne haben, dann reicht es auch irgendwann. Also, gerade mit etwas größeren Partikeln drin, wenn hier größere Partikeln in der Basis drin ist oder in der Futtermische drin ist, dann nicht so viel ranfüttern. 10 bis 20, 10 bis 15, dann reicht es auch schon. Nicht den Spot überfüttern, weil dann ist auf einmal Ende und dann kommen nur noch die kleinen Karauschen und so. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir fangen mal jetzt hier an mit der Futtermische. Und sollte es irgendwann dann doch mal so sein, dass der Spot leer ist, überfüttert ist, dann gibt dem Spot 2 Stunden Pause. Und dann so nach 2 Stunden kann man es ja nochmal wieder versuchen. So, bisher aber auch hier wieder richtig schön, gar nicht verkehrt. Schöne Schuppenkarpfen auch schon mit dabei, schöne Größen. Und das einfach nur auf dem kleinen, feinen Setup. Da gehen wir jetzt gleich auch nochmal im Detail drauf rein. Und wir schauen gleich einfach mal, wie das denn aussieht. So, 15 Meter geklippt und so langsam mal ein bisschen anfüttern. Raus damit. Perfekt. Also, die ersten 6 Brocken sind drin. Ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Wie gesagt, das Gewicht ist auch schon wirklich gut mit bis zu 15 Kilo. Sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Futtermische wirkt. Das kann jetzt natürlich alles nochmal so ein bisschen beeinflussen. Oder sollte es natürlich jetzt ein bisschen beeinflussen. Vom Setup her bin ich so aufgebaut. Die Basis ist natürlich immer abhängig von dem, was ihr habt. Wichtig ist hier unten der Bereich 1er-Haken jetzt gerade nur. Man kann es auch durchaus mal mit einem 4er-Haken versuchen. Vielleicht kriegt man dann noch ein bisschen mehr Frequenz hin. Wobei es mit dem 1er-Haken und den Größen der Fische auch schon wirklich gut war. Einfach nur hier Mais als Basis. Mais einmal in Gelb, beziehungsweise zweimal Gelb. 2 Ruten mit Gelb, 1 Rute mit Rot. Und dann auch hier einfach nur Kaviar und jetzt gerade aktuell die Futtermische. Das Ganze kann man hier wunderbar auch machen, wenn man hier mit einem kleineren Setup steht. Die Feeder Carp mit vielleicht nur der HSV als Basis oder sowas im Bereich von 14, 15 Kilo an Bremskraft. Gar kein Problem. Diese 15 Kilo Fische, die sind schon eher ein bisschen seltener. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob die größer werden, auch aufgrund der Futtermische, weil ja hier so große Partikel drin sind. Wenn du sagst, du willst gar nicht so große, sondern lieber ganz, ganz viel und dafür kleine, dann natürlich auch die kleinen Partikel nehmen, die kleinen Feed Pellets sozusagen. Vielleicht auch nicht den Boilie schreddern, sondern einfach nur kleine Partikel reinnehmen. Ja, vielleicht auch einfach so eine Maisbasis man nimmt mit reinnehmen und so. Bisschen was Süßliches. Vielleicht, dass hier dann einfach nur ein bisschen mehr auf Masse geht. Kleine Partikel für die kleinen Fische und die großen Partikel in der Futtermische. Geschredderte Boilies, ganze Boilies für große Fische. So. Und weiter raus damit. Übrigens gerade geringste Frequenz auf dem Maiskorn in Rot. Leider, aber trotz allem lasse ich das draußen, denn hier hatte ich gestern 4 rote oder 4 goldene Karpfen und auf dem gelben hatte ich jetzt mehrfach schon gerahmter, was war er? Direkt nochmal nachgucken. Gerahmter Albino ist es nicht. Gerahmter Geister ist es, ne? Da ist er, genau. Geister gerahmter Spiegelkarpfen. Davon waren jetzt hier einige. Genau, Kaviar Gelb.
das ist hier so der Köder die ganze Zeit. Und das waren auch jetzt hier die letzten. Gestern den ersten davon gefangen überhaupt. Also die funktionieren hier gut. Und wie gesagt, die goldenen, die gehen hier auch ganz gut rein. Gucken wir mal. Gestern, wie gesagt, 4 Stück davon plus noch gerahmte. Also 6 seltene gestern. Das war schon wirklich gut. Zack. Und da haben wir was auf dem roten. Na guck. Ist auch krass bei den goldenen Karpfen, wie heftig die leuchten. Ganz, ganz heftig. So. Alt, hier fehlt noch die Futtermische. Die machen wir hier auch noch dran. Kaviar B. Halt, das ist sie nicht. Da, 56 Stück. Dass wir auch genau die gleiche Mische haben überall. Und weiter geht's. Ja, so und so ähnlich kann man dann hier durchziehen. Wie gesagt, nach wie vor bleiben natürlich auch zwischendurch die kleinen, weil wir halt hier sehr kleine Köder haben. Man kann das natürlich dann auch noch ein bisschen kombinieren mit Boilies. Aber ich bin gerade ganz zufrieden so und suche gerade eigentlich nur einen Spot mit einer hohen Frequenz. Wenig Einsatz an Silber, also wenig Kosten, aber viel Silber, was ich verdienen kann. Und ich bin gerade sehr zufrieden. Wie gesagt, die Frequenz ist da. Man fängt gut die Karpfen, man fängt auch seltene Karpfen und es kostet im Großen und Ganzen nicht wirklich viel. Gerade wenn man hier ohne Futtermische steht, ist es natürlich nochmal billiger. Oder man nimmt nur die ganz normale Standard-Karpfen-Futtermische, kann man auch verwenden. Gar nicht hier so Spöks mit reinmischen. Ganz normale Basics auf 15 Meter hier und dann Attacke Vollgas. So, so viel dazu. 15 Minuten jetzt hier, 12 Fische. Die letzten Tage war es ganz anders. Da war es eher so in Richtung 15 Minuten 20 Fische. Also nochmal deutlich bessere Frequenz. Aber ich glaube, das fängt auch jetzt gerade erst hier so ein bisschen an. Und läuft jetzt immer besser. Und ja, ich bin gespannt, wie viel von den seltenen reingeht. Siehst du, da vorne bimmelt es schon wieder los. So muss das sein. Mehr davon. Mehr von den schönen Brocken. Gewichtsmäßig bin ich auch sehr zufrieden schon. Vielleicht gehen ja hier auch noch ein paar dickere Brocken jetzt rein. Also, Petri Lümmels, zieht euch raus die Karpfen. Einfach immer wieder in den guten Spot hier. Gerade auch für Lauffaule wie mich. Da macht das auch Bock. Zieht raus, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr, Petri.